R-E-W-I-N-S-I-D. Tut mir nicht einen Druck setzen, sonst nehme ich die gleich auseinander. Ja, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Aufnahme von Craft Attack. Meine lieben Freunde, was geht, ey? Gestern Abend im Livestream ist es komplett eskaliert, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir springen mal wieder direkt ins Geschehen, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich gestern Abend selber gesehen. Falls ihr es nicht selber gesehen habt, meine Freunde, könnt ihr das jeden Dienstag und Donnerstag twitch.tv/gewinnzeit regelmäßig abends anschauen, Leute. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Teil, denn ich bin gestern Abend hingegangen, meine Freunde, und habe es geschafft. Ich habe endlich die Villager in meine Batcave geholt mit der Achterbahn. Schaut euch das mal an. Kevin, geh von der Strecke runter, bitte. Nein! Du Dummbatz! Okay, warte, wir schieben den ersten hoch, Kevin. Das ist einfach nur da drauf schieben. Fahren Sie bitte. Ja, fahren Sie bitte. Hoch mit ihm. Okay, Kevin, guck du, dass das oben bei dem klappt alles. Ich bring den zweiten schon mal rein. Geiler Hans, Alter, nochmal mit einem Sub hier am Start. Geiler Hans 18, danke für deinen Sub. Willkommen bei der Inside Army. Lass dich feiern, Bruder. Lass dich feiern von der Familie, von der Army. Du weißt Bescheid, Bruder. Vielen, vielen Dank für deinen Support hier an dieser Stelle. Mois, ich freue mich darüber. Uzi und JPB Force, ihr seid meine Helden heute, meine persönlichen. Was ist mit euch los? So, du musst doch warten. Der andere kommt gerade schon hinterher, ne? Nee, warte noch nicht. Ich kann es nicht beeinflussen, Kevin. Er fährt immer weiter. Nein, der holt mich ein. Ich krieg den gleich wieder runter, ne? Echt jetzt? Ja, aber ich hab den anderen noch nicht. Ja, der kommt jetzt gegen mich. Er ist durch mich durchgefahren. Korrekt. Aber geil. Er kommt jetzt wieder runter. Warum? Ah, ich kann ihn hochkicken. Schaffst du's? Nee, jetzt kommt er runter. Er ist durch mich durch. Ja, er kommt. Das Problem ist, der muss haben wir jetzt vorbei irgendwie, ne? Geh einfach runter. Spring zur Seite oder sowas oder bau einen Block an die Seite, Kevin. Hey Rewe, den Pulli, das T-Shirt, was ich bestellt habe, sind gestern angekommen und ich liebe die Sachen. Freut mich, Rewe Sorbekind. Danke für deine 2 Euro Donation. Ey Leute, Donation, was geht ab, Alter? Was geht hier ab, Leute? Ihr seid komplett am Arsch heute. Was ist mit euch? Ich feiere euch, Leute. Ich feiere euch übertrieben, Mann. Oh, die laufen schon hier oben rum, drück. Die gönnen sich. Okay, die sollen auf jeden Fall. Schubst die mal in die Batcave runter. Die gönnen in die Batcave beide. Die zwei Hässlons, Alter. Okay, Leute. Ihr habt es gesehen, Leute. Es war ein saustressiges Unterfangen. Aber es hat letztendlich doch funktioniert. Es war alles gut. Also letztendlich sind die Villager nach oben gekommen. Und es ist alles extrem gut gelaufen, Leute. Ja, dann ging es schon los. Irgendwann haben sich Petron und Earlyboy dann miteinander irgendwie ein wenig in die Haare bekommen, Leute. Und ich möchte euch erstmal ganz kurz hier zeigen, was ich hier noch gebaut habe, Leute. Schaut euch mal bitte diesen wunderschönen Garten an, den ich hier gestern Abend angelegt habe. Ich gehe auch gleich mal runter in die Batcave. Sieht auch extrem gut aus. Also es tut sich auf jeden Fall einiges am Haus, Leute. Jetzt aber zurück zum Streitpunkt. Denn Earlyboy und Petron haben sich gestern Abend irgendwie gestritten. Ich glaube, Petron hat ja diese Sachen von Earlyboy geklaut. Und Petron ist dann einfach gestern Abend hingegangen, hat Earlyboy umgebracht. Und ich würde sagen, schaut euch das einfach mal hier an. Oh, Earlyboy, jetzt nimmst doch einfach den Baum in dein Haus. Echt nicht? Nein, ich mache gar nichts. Sorry, ist ein Kühlbeiß mit dir, da ist es weg. Was passiert? Ey, was geht ab jetzt? Ich habe gerade meine Rüstung gefunden. Bin gerade, weil Petron mich geschlagen hat. Ach, halt die Schnauze. Ich hab die Schnauze voll jetzt. Also, wenn die Rüstung jetzt noch nicht mehr liegt, Petrit, dann ist vorbei. Dann ist mir egal. Livestream, ich mache einfach jetzt ein bisschen fröhliche Weihnachtsmusik an, damit die Stimmung nicht ganz so negativ ist. Die Axt brauche ich aufsammeln. Die ist wertlos. Ey, Petrit, mach mal. Guck mal, hier liegen das drei Helme und 2 Stiebel. Die kannst du haben, die schenke ich dir. Wow. Petrit, du bist so richtig unehrenhaft, ne? Ja, richtig unehrenhaft. Ey, Jungs, chillt mal bitte, okay? Werdet jetzt mal nicht persönlich hier. Wow. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss. Ey, Elli, warte. Du musst doch mein Haus reparieren. Das war's mit deinem Haus. Elli, Boy, du musst doch mein Haus reparieren, bitte. Beschwer dich bei Petrit. Ich habe nichts mehr. Ich habe einer von euch, ey, mein Hausmann. Warum immer ich, Alter? Mein Haus ist immer noch nicht repariert worden. Jetzt ist vorbei. Ihr hässlichen Almans, repariert mein Haus. Nein, ich finde das unfair. Jetzt ist vorbei, Petrit. Richtig ehrenlos, Alter. Versuchst du jetzt auch diese Schiene zu machen? Das halt die Schnauze einfach! Du kannst es nicht bei dir machen, das geht nur bei meinen Zuschauern. Ach, halt die Fresse einfach. Meine Zuschauer sind hinter mir, Digga. Nein, es ist vorbei, es ist aus. Ja, okay. Ey, Earlyboy, chill bitte. Ja, ist doch alles gut. Geh einfach dein Haus bauen, Earlyboy. Halt die Fresse, Basti, kümmere dich doch mal um deinen eigenen Scheiß, Mann. Ohne Witz, Basti, halt die Fresse. Digga, was hast du davon, Digga, wenn du mein Haus sprengst, Alter? Ja, ich bin voll auf Petrits Seite. Also, ich halte mich da komplett raus. Also, eigentlich müsst ihr auf Petrits Seite sein, wegen Ehrenblutersvertrag. Aber Earlyboy ist verrückt, Petrit. Du, Petrit, ich will nicht nochmal mein Haus. Du musst verstehen, Bruder, ja? Ja, ich weiß. Ihr habt's gesehen, Leute, es ging relativ steil los. Petrit hat einfach Earlyboy umgebracht und Earlyboy hat dann rumgeschrien bis zum geht nicht mehr und ich habe mein Haus dann selber repariert, Leute. Aber immerhin ist mein Haus soweit wieder ganz. Dann ging es direkt weiter. Earlyboy ist dann rüber zu Petrit und hat bei ihm das komplette Haus gesprengt, Leute. Und ich habe so etwas in den ganzen Jahren Craft Attack noch nicht gesehen. So einen Rage, so eine Wut, so eine böse Emotion, die dahinter stand, Leute. Schaut euch einfach mal an, wie viel von Petrits Haus noch übrig geblieben ist. Ach, Rebi, mach mal. Geiles Schwert. Leib mir mal kurz das Schwert aus, ich geb dir das gleich wieder. Damit hau ich den da kaputt. Ja, gib mir mal kurz das Schwert. Der ist da unten! Die Treppe runter! Ich glaube, der ist die Treppe runter. Ist er in meinem Haus schon? Nein, die Treppe hier runter, ich glaube hier die LOL! Ah, es wird schon gesprengt. Im Berg. Das ist aber, okay.
Early Boy, ne? Aber du musst voll sein, Early Boy. Du kannst Revi seine Sachen treffen, ich ne? Ich schwöre bei Gott, Early Boy, ne? Was denn? Was willst du denn? Halt die Schnauze einfach. Der Bitcoin erreicht den Höchstkurs von 15.000 Dollar. Der Bitcoin liegt bei 15.000 Dollar. Entschuldigung. Nee, halt der Maul kurz. Achtung, Achtung, der Bitcoin liegt bei 15.000 Dollar. Rewe, wenn, Early Boy, wenn du morgen Hate auf dein Video bekommst... Ist Early Boy, ich will das nicht machen. Early Boy, ich will das nicht machen. Early, oh nee, Gott, Early nee, Boy. Ich, das, ich Early, nicht, Early. Oh! Oh! Oh mein Gott. Alter, wow. Early. Wow. Aus, wow. Early. Und vorbei. Wow. Ja, die Schnauze voll. Halt die Schnauze. Können wir den noch mit ein? Krieg doch mal was Eigenes auf die Reihe. Statt immer was von anderen zu holen, zu klauen und was anderes kaputt zu machen. Yeah! Halt die Schnauze. Halt Kyle, aber die Schnauze. Yeah! Ich hoffe, die schmecken. Ganz kurz aufschreiben, 10 Minuten Aufnahme Peep Sound. Ich hoffe, die schmecken die Klicks, Digga. Viel Spaß, Digga. Klatsch auch schön Werbung rein, Early Boy. Ja, ready, Mann. Ich werde 10 Midwalls schalten. Yeah! Hör mal auf, Alter, jede Minute, schalten wir. Ey, ihr habt's gesehen, Leute, da war nichts mehr übrig. Early Boy hat das komplette Haus mit dieser TNT-Ladung zerlegt. Es war einfach nur komplett geisteskrank, meine Freunde. Und als wäre das nicht genug, ist Early Boy dann noch später hingegangen und hat dann bei Petri tatsächlich noch folgenden Move gezogen, Leute. Er hat einfach mal das Haus angezündet. Ich würde sagen, schaut euch das einfach mal an. Übertreibt gerade noch mehr, ne? Ja, der zündet ja alles an. Das ist ja, aber nichts, was man... Okay. Oh. Ey, warum macht der das? Ey, warte, ich lösche. Das geht zu weit, Das kriegen wir nicht gelöscht, der hat ja so viel Angst. Ey, der brennt das ganze Haus an! Der brennt das ganze Haus an, Alter! Ich muss schnell raus Screenshot machen. Mach mal Screenshot, Digga. Ich hab ihn wieder im Band, ne? Hast du ihn wieder im Band? Ja. Holy shit! Lass das abbrennen für Screenshot, glaub mir. Ja, mach mir. Voll asozial, Junge. Ja. Reden wir noch so, lass das abbrennen für Screenshot. Mach mir mal Screenshots. Ich mach dir genügend, Patrick, alles gut. Okay, jetzt können wir leuchten, ich hab Screenshots gemacht. Oh mein Gott, Alter! Ey, das ist unehrenhaft, des Todes. Junge, ja, dann... Das ist unehrenhaft, Digga. Es war voll die Probleme. Ey, Patrick, ich stürze mich ins Feuer für dich, ich leuchte dein Haus. Ich bin Feuerwehrmann Sam. Feuerwehrmann Sam, wenn deine Eichel brennt, creme sie gut ein, sagt Feuerwehrmann Sam. Ey, ich muss wenigstens deine Bücherregale retten. Alter Schwede, Junge. Oh mein Gott, ey, das, wir können es nicht retten. Patrick, das tut mir so unglaublich leid, ne? Wenn wir ja, jetzt das, in einem, also wenn wir jetzt das zu dem Anzünden ist echt heftig gerade. Weil jetzt ist alles weg. Aber Kevin, warte, Kevin, wir können die Loks retten. Die Loks brennen richtig langsam ab, guck mal. Wow. Revi, guck dir das doch mal an, hier brennt einfach. Wir löschen das, Mann! Feuerwehrmann Sam! Feuerwehrmann Inside! Bonne, wow, Alter. Ist mal ehrlich, Alter? Der hat einfach echt, ohne Witz, der hat alles angezündet im Keller direkt. Der kam hier rein, hat noch angezündet. Keine Ahnung, was da los war jetzt. Wahrscheinlich, weil du ihn gebannt hast, war das doch so der Rache-Fans. Ja, ich habe von meinem Teamspeak doch bannt, wie ich will, Alter. Das ist mein Teamspeak. Ich glaube, der hat das echt persönlich genommen. Ich glaube, die nationale Teamspeak-Verordnung gibt dir da recht. Aber guck mal, ich habe ihn jetzt gerade nur angemeckert, Digga, weil er hier einfach gesprengt hat des Todes wieder. Nein, also deine Bücherregal, ich wollte sie retten. Na, egal, Digga. Nein, es tut mir so leid. Also Chat, ne, jetzt mal ehrlich, ne. Ja, ne, ich sag nichts dazu. Ich will jetzt nicht mehr klar ist, also das ist mein Chat auch. Aber Patrick, siehst du, jetzt kannst du die Items behalten. Wow. Ich will die Items gar nicht behalten, Digga. Ich hab von vorgestern mein Video gesagt, dass ich die Items nicht behalten will. Ich will einfach nur, dass Early Boy ein bisschen lernt, Alter. Ja, komplett krass, Leute. Einfach, ich bin sprachlos gewesen. Ohne Witz, Leute, ich bin sprachlos gewesen. Das Schlimmste ist dabei gewesen, dass Petrus seine ganzen Sachen verloren hat. Sprich, die ganzen Bücher und sowas, die bei der Sprengung kaputt gegangen sind, sind dann später noch vom Feuer zerstört worden. Also es war wirklich echt eine unglaublich abgefuckte Stimmung gestern, meine Freunde. Danach ging es leider Gottes noch weiter, denn ich bin dann gestern einfach mal in meine Höhle gegangen und dachte mir so, gut, schaust du mal nach deinen neuen Gästen, nach deinen Villagern und dann ist das passiert. Was? Also, nein! 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 Was los? Wenn er stirbt. Welcher Bastard? Achso. Ey. Ne. Mhm. Nicht jetzt. Die Höhle war... Meine Villager sind aus... Mein Pikmin ist weg. Alle sind weg. Ja. Ich will ja nicht jemanden beschuldigen, ne? Aber... Warte, wer... Leute, habt ihr mitbekommen, ob das jemand gewesen ist? Ne, Oliver hat keinen Grund. Ey. Nicht, aber... die sind weg. Wie, die sind weg? Ey, was? Patrick hat gar nichts gesagt wegen dem Donation-Raum. Digga, ich würde niemals einen Donation-Raum. Das hast du auch vorhin gesagt. Ja, ihr habt's gesehen, die Villager waren weg, Leute. Und wir haben dann die ganze Zeit rumgerätselt, wer könnte wohl dahinter stecken. Und dann wurde es uns plötzlich klar, es war eine Person, es war
fucking Gomme HD, Leute. Und als er dann auf einmal ins Game steppte, waren wir alle komplett baff. Wir wussten einfach nicht mehr, was abgeht. Auf einmal ist Gomme wieder zurück gewesen und Gomme hat so einen Move gezogen. Ey, Leute, wir sind nicht mehr auf unser Leben klargekommen. Ich meine, schaut euch mal bitte an, wie easy Gomme mir einfach erzählt, dass er sie umgebracht hat. Bitteschön. Gomme, warum bringst du die einfach um, Alter? Ich schwöre, ich habe Probleme mit allen hier bei Craftec. Und du gehst dahin und bringst die einfach um. Das ist ein richtiger Dena-Move eigentlich. Ohne Witz, das ist so random, Mann. Wo kommst du auf einmal her? ich finde das auch gerade voll random. So ja, Gomme wollte einfach auch mal für ein bisschen Action sorgen. Der war ich finde das so ja ruhig, witzig, ne? So, aber Gomme, ich schwöre, ich leide einfach nur noch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe dafür 2 Streams und eine Folge gebraucht, die da hochzubringen, Alter. Ohne Witz. Revi, aber Witz? Real jetzt. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass so eine Projektleiter kommt, wie jetzt Gommes Raufwurf forderst. Ja, was, ey, Moment mal. Das ist mehr als angebracht. Das finde ich aber... Gomme, ja. Zu deiner Verteidigung, was hast du zu sagen? Jetzt sag nicht Trollerlol. Sag jetzt nicht Trollerlol, mein Freund, sonst rast dich aus. It's a prank, bro. Nein. Also du hast die einfach, wirklich umgebracht. Ja, ich kann dir nicht böse sein, Mann, du hast nichts. Er denkt so, Bro, Digga, ich hab gomme.at.net-Server, Digga, was hast du mir eigentlich? Hä, Leute, wo kommt Gomme auf einmal her? Ich meine, Gomme geht einfach hin und bringt diese Villager um. Ich bin nicht mehr klargekommen auf mein Leben, jetzt mal ohne Spaß, Leute. Gomme ist irgendwo hergekommen und hat sich einfach gedacht, ja gut, wenn hier schon alle Stress haben, dann mache ich jetzt auch Stress und bringe einfach Revis Villager um. Leute, ich habe keine Ahnung, was da los ist. War extrem nervig, vor allem, weil ich die ganzen Villager jetzt wieder nach oben bringen muss. Ist aber leider nicht anders machbar, Leute. Und ich würde sagen, das war's von dieser kleinen, aber feinen Livestream-Zusammenfassung. Ihr habt's gesehen, Leute, die Ereignisse haben sich mal wieder überschlagen. Herr Newstime wird auf jeden Fall über uns berichten. Ich kann nicht anders sagen, als was war da gestern los? Was war da gestern los? Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag, Montag oder Abend, ihr wisst Bescheid, Leute. Die Fake News Redaktion macht sich hiermit von dann und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Morgen geht's dann weiter und ich zeige euch dann endlich, was wir alles in der Batcave gemacht haben. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao, ciao.